Guten Abend. Ja, wir haben heute zumindest aus Deutschland ziemlich schwache Wirtschaftsdaten erlebt und trotzdem war das relativ gut für den europäischen Markt. Zumindest während vorher die Asiaten und jetzt auch wieder die Amerikaner eher Schwäche zeigten. In Asien war es relativ deutliche Schwäche. In den USA ist es mehr so ein verhaltenes Abwarten, würde ich mal sagen. Es sieht jetzt nicht so richtig dramatisch aus, aber zur Zeit ja, sind die Marktteilnehmer an der Wall Street auch eher so in einer abwartenden Haltung. Die deutschen Daten, wie gesagt, die waren schwach, aber da steht eben dann auch gleich dahinter, dass die Inflationsgefahr dadurch natürlich gebremst wird und dadurch war dann eben der europäische Handel ziemlich freundlich, wie wir gleich sehen werden, die Wall Street eher verhalten und die Analysten waren der Meinung, dass die Geldpolitik weiterhin den Aktienmarkt stützen wird. Das erklärt auch, warum der Markt zurzeit zwar dem Markt zwar neue Impulse fehlen, aber letztendlich man nicht wirklich richtig nervös wird. Auch nicht, als in China ein Regulierer, zu dem wir später dann auch nochmal kommen, gewarnt hat vor starken Zuflüssen aus dem Ausland und der Gefahr der Blasenbildung bei Vermögenswerten wie Immobilien in China. Dadurch könnte eben auch die Notenbank restriktivere Maßnahmen ergreifen müssen und das wiederum hat dann in Asien, besonders in China, aber auch in anderen asiatischen Ländern wie zum Beispiel in Japan, die Börse in der letzten Nacht deutlich fallen lassen. Südkorea gegen den Trend dann stärker. Gestern war da Feiertag. Und das Rohöl war heute wieder im Gespräch. Da gibt es die Befürchtung, dass die OPEC Plus Fördermengen ausgeweitet werden oder dass die OPEC Plus für die Fördermengen ausweitet. So ähnlich hat sich heute auch der OPEC-Generalsekretär Mohamed Barkindo geäußert. Die Nachfrage in Asien sei ermutigend, fand er. Und am Donnerstag wissen wir dann, wie sich das dann eben auf die Fördermengen auswirken wird. Wir schauen mal schnell auf die 10-Jahres-Anleihe aus den USA, die uns natürlich weiterhin beschäftigt und wir sehen, sie ist weiterhin auf relativ hohem Niveau, aber sie ist dann, nachdem sie heute vorbörslich doch schon wieder auf einem relativ hohen Standpunkt von 1,45% war, wieder zurückgefallen auf 1,4%. Also so ziemlich alles gut. Und dann schauen wir uns den S&P 500 an und sehen, dass der hier sich hier insgesamt doch relativ schwer tut, aber eben über der 3870 bleibt. Hier haben wir ja doch ziemlich viel Wolkenlinien und so. Das ist also schon eine relativ wichtige Marke, die bisher ganz gut gehalten hat. Fallen wir da drunter, wären wir wieder hier im Bereich 3805 bis 3790 herum. Ja, leichtes Minus, also nichts Dramatisches letztendlich, wenn wir uns den Ichimoku hier im Stundenchart angucken, kann man daraus relativ wenig sehen. Wir sind über der Wolke, das ist erstmal sehr schön. Und der blaue Tenkan rutscht hier per Kreuzung gerade unter den Kijun, der aber nach oben zeigt. Also von der Warte aus ein ziemlich wildes Bild. Am besten bewertet man das Ganze dann eben noch mit neutral. Und der hatte heute früh erstmal richtig Power gemacht und ist hier über die 14.030 gestiegen und hat sich bisher da sogar gehalten. Hat also hier das erste Mal beim Test die Unterstützung auch verteidigt. Der Ichimoku sieht hier doch ziemlich freundlich aus. Von der Warte aus schon ein bisschen ein anderes Bild. Man muss natürlich sagen, dass in der Vergangenheit die US-Aktienmärkte doch deutlich mehr zugelegt haben als zum Beispiel der DAX. Wir können uns das ja mal im Daily Chart anschauen. Mal gucken, ob ich jetzt auch recht behalte. Ich habe das nämlich vorher nicht probiert. Jetzt müsste da der Chart nur noch hier kommen. Genau der Daily Chart aus dem DAX. Und wir legen da jetzt einfach mal den S&P 500 drauf und da sehen wir das eben, ne? Also wenn wir eben zum Beispiel zur Basis im Februar oder Januar 2020 machen, dann sehen wir, dass eben ja beide dann mit Beginn der Corona-Krise abgestürzt sind und dass dann der Aufstieg des S&P 500 doch deutlich stärker war als im DAX. Die Performance hier plus 18,6%. Das sagt also so einiges. Da hat der DAX also ein bisschen nachzuholen. Von der Warte aus ist auch verständlich, dass vielleicht der S&P 500 zurzeit sogar eher der Index ist, der hier ein bisschen zurückhaltender bleibt.
Wir haben dann natürlich auch noch wir gucken uns auch mal kurz den Nikkei an, der also heute, wie gesagt, ein bisschen zurückgefallen ist, weil eben China gehustet hat. Wir haben hier allerdings schon, wir haben da also doch eine deutliche Korrektur erlebt und haben uns bisher auch hier nicht erholt. Das sieht hier eher bärisch aus, fallen wir hier wieder unter den Kijun. Im Stundenchart kann also hier ein erneuter Test, sagen wir mal, eher dann von 29.200 stattfinden. Kommen wir hier über die 29.650, könnte es natürlich auch wieder Richtung eher nach oben gehen. Ein weiterer Widerstand wäre an der Wolke, hier an der Wolkenlinie bei 29.930, also knapp unter 30. Mal schauen, ob der Nikkei das wieder schafft. Insgesamt sieht der Nikkei zurzeit eher nicht so freundlich aus. Und im AFFD, im chinesischen Index, da sehen wir schon eine sehr lange Bewegung nach unten. Da ist ja mit der Straffung der Notenbank, das geht ja schon eine Weile. Jetzt wissen wir also, dass die Behörden da in China tatsächlich entsprechende Befürchtungen haben, vor allem was den Immobilienmarkt von China betrifft. Und wenn wir uns das Ganze mal im Daily Chart anschauen, dann sehen wir, dass der A50 hier auf dem Weg durch die Wolke ist. Also spätestens hier im Bereich 17.540 bis 17.290, 300 könnte es also für die Bullen richtig gefährlich werden. Es sieht natürlich auch jetzt schon nicht gut aus. Gucken wir noch schnell auf den Euro-US-Dollar. Der hat heute, der war heute schon mal knapp unter der 1,20, konnte sich dann aber deutlich wieder erholen, muss aber jetzt noch durch eine sehr dicke Wolke. Eine sehr dicke Wolke bedeutet ein ziemlich harter Widerstand. Schauen wir mal, ob das gelingt. Noch hängen wir ja hier an der 1,2080, die ja immer wieder Reaktionspotenzial geboten hat, sowohl von oben als auch von unten. Rohöl hatten wir kurz angesprochen, da schauen wir dann also auch nochmal schnell hin und stellen fest, dass sich das Rohöl heute erst einmal ein bisschen stabilisiert hat, aber ist eben auch hier nicht über die 61 drüber weggekommen und von der Warte aus müssen wir mal abwarten, in welche Richtung das weitergeht. Wenn wir das ein bisschen auseinanderziehen, sehen wir auch, dass der Blaue Tenkan immer noch unter dem Kijun ist, das ist immer noch bärisch. Von der Warte aus, ja, die OPEC hat es in der Hand dann am Donnerstag. Nicht wahr? Gold heute mit einer leichten Erholung, nachdem es auch hier noch tiefer gegangen ist. Es ist aber charttechnisch hier eben auch noch nicht so das ganz große das Spektakel, was man da erwarten kann. Schauen wir uns mal jetzt die Daten an. Gesprochen habe ich ja schon drüber, dass sie ziemlich schwach zum Teil waren. Gute Daten gab es vom Arbeitsmarkt in Japan und schwache Daten eben gab es aus Deutschland. Die Einzelhandelsumsätze minus 4,5%. Es gibt auch ein paar Arbeitslose mehr, zumindest saisonbereinigt, Arbeitslosenquote geblieben. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass jetzt hier die große Inflation demnächst ausbricht. Dafür spricht auch nicht der Verbraucherpreisindex der Eurozone. Sowas kann natürlich am Ende dann mal sehr, sehr schnell gehen, wenn eben das eine oder andere nachgeholt wird aufgrund der langen Lockdowns. Ich gehe auch davon aus, dass nicht nur die Friseure die Preise deutlich angehoben haben, sondern dass das dann auch in Restaurants stattfinden wird, denn irgendwie müssen die Unternehmen ja, wenn sie dann wieder Kunden empfangen können, letztendlich auch von der starken Nachfrage profitieren, um wenigstens ein bisschen was nachzuholen. Das kann man eigentlich auch dann niemandem verübeln. Schwach das BIP aus Kanada, das sind wir ja mittlerweile fast gewöhnt, dass die Kanadier nicht wirklich gute Daten zu liefern haben. Hier haben wir das, der Luni ist heute trotzdem stärker geworden. Na, schau einer an. Der Luni ist eine rohstoffbasierte Währung, also da könnte dann auch das Öl eine Rolle gespielt haben. Wir haben hier Widerstand beim US-Dollar, kanadischen Dollar bei 1,2585 und dann natürlich hier unten beim bisherigen Tief des Monats oder beim Tief des Monats Februar hier bei 1,2465. Und wir hatten gesehen, australische Daten waren auch nicht so doll. Die Notenbank hat an der Geldpolitik nichts geändert. Der Aussie ist dann heute auch ein bisschen gestiegen. Wichtiger Widerstand wäre dann hier bei 0,7875.
45 zu finden. Da müsste der Looney also erstmal hin. Tenkan Kijun sehen ziemlich dynamisch jetzt aus. Das hier kann man mal rausnehmen. So sieht das also jetzt zurzeit aus. Wir quälen uns hier durch die Wolke. Kämen wir hier drüber, dann könnte auch hier oben die 80 Cent Marke nochmal eine Rolle spielen. Der australische Aktienindex ist in der Nacht dann doch sehr stark gefallen, interessanterweise. Aber das ist eine Korrelation zwischen eben zum Beispiel dem Looney, also dem kanadischen Dollar, und dem australischen Dollar und Rohstoffen gibt es, sehen wir eben auch im Kupfer, wo wir eben hier die 40 sehr gut gehalten haben, also diese Wolkenlinie, die hier durchaus einen starken Support auch signalisiert hatte, hat gut gehalten und jetzt würden wir hier wieder anlaufen, den Widerstand bei 4,2315. Erst wenn wir hier drüber laufen, könnte es hier neue Rekordhochs wieder geben. Die Bitcoins, die scheinen sich ein bisschen dann doch über 44.000 stabilisiert zu haben, scheitern aber bisher ziemlich klar an der 50.000 und gehen jetzt auch gerade wieder erst einmal zurück. Es bleibt also auch hier weiterhin volatil. Was gab es ansonsten noch? Die chinesische Regulierung hat sich heute gemeldet in Person von Guo Shuqing. Das ist der oberste Bankenaufseher in China und der sieht nicht nur für China Blasen, sondern auch in Europa und in Nordamerika. Davon sehen ja die Notenbanken im Westen überhaupt nichts, wobei man sich natürlich schon fragen kann, wo eigentlich das große Wirtschaftswachstum ist, wenn doch die Aktien und die Börsenwerte so extrem steigen. Das ist ja jetzt nicht nur so nach dem Abverkauf zu Beginn der Corona-Krise, sondern das war ja auch schon davor, waren das ja extreme Gewinne, die da verzeichnet worden sind. Wann das die Realwirtschaft aufholen will, diese Frage darf man durchaus stellen und diese Frage hat dann heute auch Guo Shuqing in der letzten Nacht eben mal gestellt. Er glaubt, dass früher oder später diese Blasen platzen werden. Das müssen wir mal abwarten. Letztendlich, die Notenbanken haben sehr viele Möglichkeiten, letztendlich den Markt zu manipulieren. Ob die Nummer, wie lange die Nummer durchzuhalten ist, das muss man mal sehen. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist das, was da aus China kommt, eben nicht. Und spannend ist eben, dass der Chinese durchaus auch kritische Entwicklungen am eigenen Markt sieht. Das unterstellt man ja China gerne, dass die Chinesen sich selber perfekt darstellen und bei den anderen die vielen Fehler sehen, kann man hier jetzt mal so nicht ganz bestätigen, zumindest. Ansonsten, die Unternehmensergebnisse waren wieder ziemlich gut. HelloFresh trotzdem Gewinnmitnahmen und Abercrombie & Fitch hatte schwache Umsätze und ist gefallen. Aber ansonsten war das alles ziemlich gut. Volvo kam gut an heute wegen der Ankündigung, ab 2030 nur noch elektrisch zu produzieren. Wobei ich mir der Meinung bin, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Naja, was soll's. Rio Tinto habe ich mir jetzt die Kurse nicht anguckt, können wir mal schnell machen. Die haben eine hohe Steuernachforderung bekommen und das könnte dann also durchaus nicht so gut angekommen sein. Schauen wir uns das mal ganz mal an der Wall Street an. Nö, hat niemanden gestört. Rio Tinto will dagegen auch in Berufung gehen und will erstmal die Hälfte der Forderung zahlen, immerhin 359,4 Millionen australische Dollar. Also zahlen die dann 180 Millionen erstmal und wollen aber Widerspruch einlegen. Die USA und die EU haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Bei den Amerikanern bin ich mir noch nicht sicher, ob die das schon gemacht haben. Dann, wenn nicht, dann wollen sie es noch heute machen. Da geht es um Nawalny und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Testpflicht für Beschäftigte im Alten- und Pflegeheim aufgehoben. Klar, die Alten und die zu pflegen sind jetzt alle geimpft oder doch nicht. Wer weiß das schon so genau. Interessant jedenfalls. Zeigt auch immer wieder letztendlich, auf was für dünnem Eis die ganzen Lockdowns und was es ansonsten so alles gibt in Deutschland rechtlich so läuft.
So richtig verlassen kann man sich eigentlich auf nichts mehr, ne? Tja, und was das Treffen morgen betrifft zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten, das wird sehr spannend werden, denn dass es am Ende eine einheitliche Lösung gibt, das ist nicht so richtig sicher. Der CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Laschet möchte gerne weitere vorsichtige Öffnung, während Saarlands Ministerpräsident Hans eigentlich so ziemlich gegen alle Lockerungen ist. Das wird also eine sehr spannende Übung morgen. Was gibt es ansonsten morgen noch? Das BIP aus Australien. Und dann gibt es die Dienstleistungseinkaufsmanager-Indizes, wobei der wichtigste hier wahrscheinlich hier oben der in China ist. Und dann nachmittags um 16 Uhr der ISM-Dienstleistungsindex aus den USA. Das hier aus der Eurozone und Großbritannien. Das sollte eher die Bestätigung dessen werden, was wir schon wissen, weil das ist die zweite Lesung. Aus der Schweiz gibt es noch das BIP, das sollte man nicht übersehen. Und um 14.15 Uhr der ADP-Arbeitsmarkt aus den USA. Da können wir schon mal gucken, was uns vielleicht die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag bringen. 20 Uhr das Beigebook, ziemlich wichtig. Denn das erinnert uns daran, dass wir schon in 14 Tagen wieder eine FED-Sitzung haben und vor allem sehen wir dann morgen mal, wie die Notenbanker denn die Konjunktur in den USA zurzeit beleuchten. Das war's für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend.